Was geht ab, meine Z-Fighter? Odre hier. Und willkommen zu einem weiteren Team-Rating-Video. Im letzten Team-Rating-Video hatten wir eine Frage, da wart ihr gefragt. Nämlich, wollte unser Dude Dennis, das war sein Team, so sah sein Team aus quasi. Und er wollte Vegito ersetzen durch einen Ersatz. Ich habe euch seine Charakterliste gezeigt und dann war die Frage an euch quasi, wen ihr auswechseln würdet. Ich habe in den Kommentaren wirklich sehr gute Vorschläge bekommen. Im Prinzip ist kein Vorschlag falsch an der Stelle, muss ich auf jeden Fall sagen, denn seine Liste ist quasi gut sortiert. Super Strength Charaktere, man könnte jeden ersetzen. Nur stellt sich halt die Frage aus dem Charakterpool von hier, wer wäre der Beste? Und wenn wir uns das Ganze hier angucken, dann sehe ich auf jeden Fall, er hat einen Vegeta Blue, den er noch nicht awaked hat. Aber sobald er diesen Vegeta Blue awaked, bekommt dieser 100% auf seinen Angriff, wenn er ultet. Zudem nimmt er Link-Skills mit wie Prepared for Battle, Fierce Battle und Super Saiyan. Das sind quasi die wichtigsten Link-Skills in einem Strength-Team oder an sich allgemein, ja. Fierce Battle, Prepared for Battle und Super Saiyan in so einem Super-Team mit Saints ist natürlich immer gerne gesehen. Deswegen, alle anderen Charaktere kommen mit dem Multiplayer nicht an ihn ran, also die man austauschen könnte. Quasi er hat den höchsten Multiplayer, 100% auf seinen Angriff bekommt, wenn er ultet. Deswegen würde ich auf jeden Fall ihn für Vegito reintun. Aber ich würde noch etwas anderes ändern, mein lieber Dennis. Und zwar würde ich den Super Saiyan 2 Gohan raustun, denn einen nennenswerten Charakter hat er noch. Und das ist Gotku. An der Stelle ist Gotku meiner Meinung nach besser als Super Saiyan 2 Gohan, denn dieser Super Saiyan 2 Gohan macht zwar immens Damage, bekommt durch seine Passive selbst Ki und 70% auf den Angriff, aber Gotku auf der anderen Hinsicht, auch ohne Awakening, macht er, wenn er ultet, 75% Schaden, nicht Schaden, sondern bekommt 75% auf den Angriff, wenn er ultet, heißt 5% mehr als Gohan, aber das ist nicht der wesentliche Grund, sondern die Link-Skills von Gotku. Er nimmt quasi alles mit als Rotationscharakter, was dieses Team braucht. Und dieses Team braucht quasi einen guten Rotationscharakter. Er hat Prepared for Battle, Shock and Speed. Er nimmt die nötigen Killing Skills mit. Oven and Flash hat er auch. Und Super Saiyan hat er ganz klar auch. Zudem hat er noch, sehr wichtig, wir haben ja Vegeta Blue reingetan. Er hat Warrior Gods für Vegeta Blue, was ihm zusätzlich 10% auf seinen Angriff gibt. Und wenn wir uns dann den Graphen anschauen und das ganze Team dann quasi ändern, dann sehen wir auch schon, sie linken sich wirklich untereinander gut. Aber das wäre quasi die Auflösung. Dann kommen wir mal zu den Teams der heutigen Woche. Und zwar haben wir Team Nummer 1, ein Villain-Team von Black Kaffa. Hashtag Team Osoru. Hi Osoru, weiß nicht, welche Chars ich noch mit einbauen soll wegen Link-Skills. Wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Vielen lieben Dank, Mate. Gucken wir uns am besten mal sein Team an. Es ist ein Villains-Team. Und wenn ich das Team schon so sehe, dann denke ich mir, also seine Frage ist quasi, er weiß nicht, welche Charaktere einbauen sollen wegen Link-Skills, aber wenn ich dieses Team sehe, dann sehe ich auf den ersten Blick schon, sie linken sich sehr gut. Das Team nimmt quasi sehr viel mit. Wir haben Big Bad Boss ist außen vorweg, ganz wichtig. Fierce Battle, Shocking Speed, Nightmare mit den ganzen Jungs von Goku Black, Fusion Zamasu, Brutal Beatdown ist auch unterwegs, also das Team liegt schon 1A quasi. Aber gucken wir uns mal die Charakterliste an, vielleicht geht es da mehr. Und an der Stelle ist halt jeder Charakter richtig gesetzt, alle sind awaked, alle sind Max Level, gibt es schon mal 8 von 10 Punkten. Und wenn wir uns seine Charakterliste angucken, dann sehen wir schon, okay. Er hat zwar ein LR Androids, hat er zum Beispiel noch drin, ein paar Freezer, aber es ist quasi so sortiert, dass seine besten Charaktere oben sind, wir sehen es an den Stats. Und wenn ich mir das Team so ansehe und die Frage berücksichtige, welche Link, also welche einbauen könnte, damit sie sich besser linken, würde ich das Team genau so lassen. Heißt, du, Black Kaffa, mein lieber Freund, hast an der Stelle wirklich das Beste aus deinen Charakteren rausgeholt. Sie linken sich wirklich sehr, sehr gut. Man kann sich darüber nicht streiten. Und sie sind alle gut vorangebracht. Beste Wahl. Also, das Beste aus deinen Charakteren herausgeholt. Alle sind gut gedupt quasi, beziehungsweise dupe ist dann im Prinzip mal ein Nebeneffekt, aber ich sag mal so, aus seinem Charakterpool das Optimalste gemacht. Deswegen gibt es von mir auf jeden Fall für dich 10 von 10 Punkte. Ja, finde ich wirklich cool. Vielleicht fragt es ein oder andere, warum LR Androids nicht rein. Sie sind zumal nicht auf 100% und das andere ist, sie nehmen zum Beispiel kein Fierce Battle mit oder Big Bad Bosses und in seinem Team hat das schon jeder. Wenn wir uns den Graphen angucken, sie linken sich 1A. 1A. Ich will in der Rotation lassen, Rosé mit Fusion Zamasu, Omega-Stellung mit Janemba, Rotationscharakter Goku Black, weil er eben auch in die Rotation durch seinen Passive Key plus 3 bringt, wobei man das wahrscheinlich nicht braucht in dem Team, weil sie sich sehr gut linken. Und
Cooler dann auch aus der Rotation hauen, denn Cooler ist ein bisschen so eigen mit den Link-Skills. Er nimmt zwar die wichtigen Link-Skills mit, aber zum Beispiel mit Fusion Zamasu linkt er sich nicht so gut oder Goku Black. Aber wenn er reinkommt, soll nicht heißen, dass er nicht schlecht ist. Er ist wirklich sehr, sehr gut. Also den kannst du auf jeden Fall auch raushauen. Oder wenn du magst. Also ich wollte nicht Omega Shenlong mit Cooler in einer Rotation halten, weil wir dann zwei physische Charaktere in einer Rotation hätten. Und deswegen wollte ich da ein bisschen Farbe mit ins Spiel bringen und physisch mit einem Strength in der Rotation halten, sagen wir es so. Eine Anmerkung noch wegen Linkskills und so. Ihr könnt natürlich auch hergehen. Das habe ich mir am Anfang nämlich gedacht, wegen der Frage, welche sich besser linken. Zum Beispiel könnte man Omega Shenlong und Janemba raustun für Golden Freezer und Freezer. Dann hätten wir drei vom Freezer-Clan im Team und drei von Goku Black quasi, Rose, Goku Black und Freezer Zamasu. Aber weil halt Omega Shenlong Janemba und Cooler, beziehungsweise Omega Shenlong Janemba weitaus quasi bei ihm selbst besser sind als Golden Freezer und Freezer an sich selbst. Auch die Karten an sich geben mehr her an der Stelle. Freezer ist trotzdem gut, ja, 120%, aber wegen Stats und so, Stellenwert ist auf jeden Fall besser quasi in seinem Charakterpool, würde ich das Ganze so lassen einfach. Also die 10 von 10 Punkte gibt's an der Stelle. Glückwunsch. Aber wenn wir uns das nächste Team anschauen, das nächste Team ist von Gogeta. Und zwar habe ich da bekommen ein Heroes-Team quasi. Er hat quasi seine besten Heroes-Charaktere reingehauen, so wie ich das sehe. Und da Heroes-Leader braucht für das Team, ganz klar. Er hat dann noch Vegito als Leader genommen, denn Vegito gibt Super-Types, Heroes, Key plus Psy auf jeden Attribut 40%. Heißt, an der Stelle ist quasi alles richtig gesetzt. Alle sind Maxel, Dokkan Awake gibt es 8 von 10 Punkten. Das kann man so spielen, auf jeden Fall, das Team. Aber es gibt natürlich einen besseren Heroes-Leader. Wenn wir uns seine Charakterliste ansehen, könnte er zum Beispiel Future Trunks awaken. Dann gibt Future Trunks zwar nur Key plus 1, das wäre halt das Problem. Auf jeden Fall 70%, dann müsste er als Friend Vegito Blue nehmen. Oder B, wie gesagt, Vegito Blue hat er leider nicht, das wäre die bessere Wahl. Aber C, wie gesagt, man kann sein Team spielen, aber ich würde ihn an der Stelle vielleicht ein anderes Team vorschlagen. Denn ich sehe schon sehr viele Super Int Charaktere und er hat einen Super Int Leader, Super Gogeta und Super. Fast in jedem Video muss ich momentan niesen, warum? Sorry an der Stelle. Super Gogeta gibt den Super Int-Types Key plus 3 auf jeden Attribut 120% und das ist weitaus ein besserer Leader-Skill als sein Vegito, den er momentan hat. Heißt, du kannst dein Team so quasi spielen, kein Thema, aber ich kann es auch natürlich Future Trunks awaken, ihn so spielen als Friend an Vegito Blue nehmen, das wäre dann quasi ein besserer Leader-Skill. Aber mein Ratschlag auch an dich oder eine Empfehlung, kannst gerne mal austesten. Nimm Super Gogeta als Leader. Wenn wir uns den Graph angucken, dann sehen wir das 1:1. Super Gogeta nimmst du als Leader, Ui, Goku ins Team, Future Trunks, Vegeta Blue, Super Saiyan Goten und Beerus. Und dann hast du vom Leader Skill her weitaus besseren Boost auf dein ganzes Team. Und das Team gibt dann quasi auch mehr her an der Stelle. Aber wie gesagt, du kannst dein Team spielen, auf jeden Fall ist richtig gesetzt. Nur vielleicht könntest du das auf jeden Fall auch als, also ihr könnt ja mehrere Teams spielen. Wisst ihr, was ich meine? Ihr müsst jetzt nicht immer einfach nur ein Team spielen, sondern euch anpassen, je nach Event. Das wäre dann quasi ein super In-Team für dich. Gut, und nun auf zum nächsten Team. Das nächste Team, als ich dieses Team gesehen habe, das Team ist, by the way, von Hussein. Lieben Dank für die Einsendung, Hashtag Team Osaru. Geil. Einfach nur geil, da werde ich mich ganz kurz fassen, denn ich habe seine Charakterliste nicht, aber ich sehe schon hier einen sehr, sehr guten Gedankengang. Nämlich das, was ich euch immer, sondern das, was ich euch immer an vorzeigen möchte, auf was ihr achten sollt, ist A. Leader richtig gesetzt, hat er. B. Charakter richtig gesetzt, anhand dessen, was sein Leader ist. Extreme Physisch Leader, wir haben nur Extreme Physisch Charaktere. C. Rotation achten, Rotation 1, Rotation 2. In der ersten Rotation haben wir jetzt auch sehr schön dargestellt, Cooler mit Freezer, legt sich 1A. Omega Shenlong mit Shenlong linken sich 1A und D Rotationscharaktere. Goku Black als Rotationscharaktere und sehr, sehr cool ein Pocket Pick, der Nappa aus dem Barbershop. Der Nappa aus dem Barbershop ist ein Extreme, beziehungsweise physisch physisch Supporter, machen das Richtige. Physisch Supporter ergibt physisch Charakteren Key plus 2, hat zudem noch Shocking Speed, das haben ein paar in dem Team, Cooler und Omega Shenlong. Und er hat eine Great Chance, den physischen Charakteren Attack und Death 30% zu geben. Er ist für Free-to-Play-Charaktere, er hat ihn sehr gut ausgeschöpft, mit ins Team genommen.
An der Stelle wirklich, mein lieber Freund, alles richtig gesetzt. 6 von 10 Punkten, alle Dokken-Objekte, alle Max-Level, 8 von 10 Punkten. Und für deinen wirklich geilen Gedankengang, dass du das hier aufgezeigt hast, ganz simpel. Nochmal ein Punkt drauf. Ich habe, wie gesagt, deine Charakterliste nicht. Sonst würde ich dir 10 von 10 geben. Denn einen besseren Unit würde es geben, das wäre der Extreme Physisch Super Boost Supporter. Wenn du ihn hast, dann tu ihn rein. Aber allein für den Gedankengang an dich, wirklich, dass du es hier auch mal vorzeigst, was ich hier immer versuche, euch zu vermitteln. Lieben Dank und riesen Respekt, Mate. Sehr gutes Team. Alles klar, Leute, das wäre das dann für das Team-Rating-Video dieser Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Peace.